Hallo liebe YouTube-Freunde, heute sind wir im Wald, der Christian und ich, zum Bogenschießen. Und was wir hier machen, ist jetzt eine spontane Idee. Wir haben hier einen wunderschönen Haselnussstecken entdeckt. Und da ich gut weiß, wie man aus so einem Stück Holz einen geraden Pfeil fertigt, dachten wir, wir zeigen euch, wie man das macht. Ein Pfeil fertigen aus reinen Naturprodukten. Ein frischer Haselnuss stecken, Feuer, Fett und die Spitze wird gefertigt, ja, das wissen wir noch nicht, entweder aus Holz, dass sie mit Feuer gehärtet wird, die Spitze, oder dass wir vielleicht ein Stück Metall nehmen. Sehen wir dann. Und dann natürlich noch eine Sehne aus Hanf. Also eine richtig schöne Natursehne, eine richtig schöne Naturholz stecken und ja, eine Spitze aus Natur. Alles natürlich, wie es auch im Mittelalter vielleicht gemacht wurde oder wie es Indianer gemacht haben. Die Kunst wird darin bestehen, dieses Stück Holz gerade zu machen mit Feuer und Fett. Ohne Maschine, ohne Schraubzwinge, ohne Drechselarbeiten. Ja, das ist das gute Stück. Dieses Stück Holz muss geschnitzt werden, die Haut muss runter, leicht antrocknen, nicht zu stark trocknen lassen. Wenn man dieses Stück Holz mit Feuer erwärmt und gut einfettet, da gibt es verschiedene Fetten, Tierfett oder auch, du hast ein Haar im Mund oder ein Stück Blatt, egal. Kameramann hat gerade Probleme, ist nicht schlimm, wir sind ja im Wald. Dann liegt es halt einfach am Geschick desjenigen, der den Pfeil fertigt, dass er den gerade bekommt. Man sieht hier die Krümmungen und man sieht auch, wo der Pfeil ungefähr noch geschnitzt wird. Aber ich würde sagen, von hier bis hier gibt das ein wunderschöner Pfeil. Und der Rest wird natürlich auch verwertet, genauso wie dieses Stück. Das gibt nämlich Stecken für Pflanzen, dass Pflanzen gerade wachsen. Denn was ich hier gerade gemacht habe, war im Grunde genommen nichts anderes wie ein Stück Naturvergewaltigung. Und ja, nur für ein Stück Video halt, was ein bisschen schade ist. Aber wir wollen halt eben zeigen, wie man einen Pfeil baut. Und zwar richtig. Nicht mit gekauften Materialien, sondern mit dem, was die Natur bietet. Und deshalb werden wir alles, was wir jetzt abgesägt haben und abgerissen haben, auch wieder verwerten wollen. Ja, das war's, liebe YouTube-Freunde. Ja, wir sind immer noch im Wald beim Bogenschießen, der Christian und ich. Das sind unsere Routen für die Echtpfeile. Und wenn der Christian jetzt mal darüber schwenkt,
mit der Kamera, dann sieht man ein Ziel, wo man echt nicht verfehlen kann, aus keiner Entfernung. Das ist ein umgefallener Baum. Ah, das sieht spektakulär aus. Das war der letzte Sturm, wo durchgefegt wird. Und doch halte ich jetzt einfach mal zum Späßle drauf. Jo. Chris, meinst du, man sieht den Pfeil oder ich nehme besser mal einen weißen? Holz. Das war nix. Und das gibt jetzt einen richtig schönen. Jawohl. Das war wieder nix. Super. Gehen wir mal gucken. Ja, das sind jetzt die Pfeile. Den hatte ich anvisiert. Zwei davon sind relativ unten gelandet. Einer hat ihn gerade noch so getroffen. Dann habe ich den anvisiert. Das sind die Pfeile. Schöne hohe Schüsse. Und dann die seitlichen Pfeile hier. Der wäre fast daneben gegangen, hat aber noch getroffen. Ja. Schnellschüsse, ohne viel zu gucken, bei so einem großen Ziel. Macht einfach nur riesen Spaß, Bogen zu schießen, wenn man weiß, dass nicht viel passieren kann. Pfeilverlust kein. Die, wo in Boden gesteckt haben, haben wir schon rausgeholt. Die sind wieder im Köcher. Jo, das hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt sind wir immer noch am Bogen schießen. Und jetzt sehen wir hier eine Kröte. Da ist sie. Ich versuche sie mal in die Hand zu nehmen. Eine relativ junge Kröte. Eine relativ junge. Ah, hallo, liebe YouTube-Freunde. Den kleinen Frosch, den habe ich, aber der hat irrsinnige Panik. Jetzt setzen wir den mal irgendwo hin, wo man ihn schön sehen kann. Da ist er. So sieht er aus. Und der hat Angst. Ich setze ihn jetzt mal hier ab. Oh je. So. Ein ganz süßer. Hat aber sehr viel Panik. Und der will überhaupt nicht. Dann lass man jetzt laufen. Auf jeden Fall, sowas ist auch mal ganz süß zu sehen. Die kleine Kröte, Frosch. Ja. Aber der hat Angst. Sollte man, was ich jetzt gemacht habe, normal auch nicht machen. Aber den wollte ich jetzt einfach mal zeigen. Ja, jetzt sind wir wieder am Wald, beim Mammutbaum, wo wir immer Bogen schießen. Mein Kollege, der Christian, mein bester Freund, der Christian, der hat seinen Custom Regging-Bogen dabei. Ich habe meinen Lanura OES dabei. 60 Pfund von mir, 40 Pfund vom Chris und wir schießen heute auf den Mammut. Und ja, wir haben jetzt schon einiges gesehen im Wald, seit wir hier sind. Nachher filmt er sich auch noch, dass man den dann auch mal beim Schießen und Reden sieht. Und ja, am besten Daumen nach unten bei mir. Und ja, ich habe es jetzt nicht so mit dem Internet. Mache jetzt auch nicht regelmäßig Videos wie mein Kumpel. Ja, aber es macht trotzdem Spaß, vor allen Dingen zu zeigen, wie man Pfeile baut, Bogen schnitzt, wobei ich davon jetzt noch gar keine Videos habe. Und ja,
einfach deabonnieren und dann mal gucken, wie weniger das es wird. Na dann, immer schön einen Daumen nach unten. Viel Spaß noch beim Gucken. Ja, okay, YouTube-Freunde, ihr habt gehört, was er gesagt hat. Ne? Daumen nach unten und deabonnieren. Ist seine Meinung. Er will es so, er hat es nicht anders gewollt, bitte. Bei mir gilt es andersrum, bitte. Ja, immer gut drauf achten. Ja. Okay, wir werden jetzt auch mal ein bisschen Bogen schießen. Ja, okay. Mal ein wenig Bogen schießen und hoffen wir mal, dass wir euch doch noch was Hübsches zeigen können hier im Wald. Wir haben so übrigens heute ziemlich warm. Entschuldigung, ich bin ein bisschen arg verschwitzt. Ja, aber ich glaube, es passt schon. Dann bis gleich. Wir sehen uns beim Bogenschießen. So, hallo liebe YouTube-Freunde. Technische Daten. 28 Zoll Pfeil. Eine Edelstahlspitze. Das ist eine Bulletspitze. 5 Zoll Federn. Fichte. 55 bis 60 Spine. Und ein 60 Pfund Bogen. Lanura nennt der sich. Ist ein gekaufter. So, und das da vorne ist der Mammutbaum. Da hat man es auch schon gehört. Es hat geklopft. Ach ja, 3 Zoll Federn. Feldspitze, Fichte. Auch 55 bis 60 Spine. Und so sieht es beim Spannen aus. Einmal links, einmal rechts. Wunderschön getroffen. Ja. Ja, das sind die Schuss. Links und rechts. Eieiei. Das ist immer so eine Sache beim Rausziehen, wenn die erstmal stecken. So tief drin. Also so tief. Aber bei einem Mammutbaum kein Problem. Da geht der Pfeil tief rein, bis man den verletzt. Ich wäre soweit. Ja, okay, jetzt bin ich auch mal hier am Schießen und eben, ich halte jetzt auch da vorne auf dem Mammutbaum mit meinem Reckin Wulf, 40 Pfund und 68 Zoll Länge, Reckin Wulf Kesteln oder wie, wenn es richtig ist. Ne? Die Pfeile dazu sind Holzpfeile, wie der Markus vorhin auch geschossen hat, eigentlich so ziemlich meine Top-Favoriten, wenn es um Schießen geht, die Holzpfeile. Mit nix schieße ich lieber wie mit denen. Ja, dann probiere ich es mal. Mal gucken, ob ich es noch kann. Einmal. Zweimal. Beides Treffer. Okay, dann sehen wir uns gleich vorne. Ja, also bei den Schuss jetzt hier, da habe ich irgendwie mehr Glück als Verstand gehabt. Also das ist ein absoluter Nierenschuss gewesen. Ne? Also den habe ich jetzt im Baum gerade noch so erwischt. Hat keinen Schaden gegeben und nichts. Aber der hier, das war ein schöner Blattschuss, muss ich sagen. Ja. Eben, wer die Mammutbäume kennt, die haben zwar eine dicke Rinde, aber falsch geht schlecht raus, aber jedes Mal unbeschädigt. Ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Schuss. Ich glaube, als nächstes ist der Markus wieder dran. Zweite Runde, zweites Glück.
Ja, das sind so ungefähr grob 15 Meter vielleicht, 20. Da habe ich jetzt nicht genau gezielt, ich habe einfach drauf gehalten, sieht schön aus. Ja, jetzt sieht man hier mal unser Equipment, das wir da mitgenommen haben. Hier, das ist jetzt der Bogen, der Lanura von Markus. Daneben mein Köcher, habe ich eben mal ein paar Holzpfeile dabei. Ja, auch ein paar Fibergläser, obwohl ich die nicht so gern schieße, die Fiberglaspfeile. Ich nehme sie halt nur hin und wieder mal so, ja, weil sie halt schön billig sind, ne? Hier wieder diese wunderschönen Holzpfeile, selbst gebaut alles. Und hier mein Regin Wolf, 40 Pfund. Und zuletzt auch noch Markus, sein Köcher. Ist ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber egal. Ja, wir werden uns jetzt auch schon bald verabschieden. Wir sehen uns gleich nochmal. Dann bis gleich. Hallo liebe YouTube-Freunde. Chris und ich zusammen, das ist selten der Fall. Aber jetzt hat es mal wieder geklappt. War schöner Tag beim Bogenschießen. Wir haben einen Frosch gesehen. Und ja, wie immer, Daumen nach unten bei mir. Beim Chris immer schön nach oben. Das ist natürlich nur ein Gag. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, okay, YouTube-Freunde. Ich hoffe, das Video hier im Wald vom Bogenschießen hat euch gefallen. Und eben, wenn euch das Format gefällt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann können wir weiterhin mal solche Videos bringen. Und ja, bis dann mal. Macht es gut. Bei mir gilt, wie immer, abonnieren könnt ihr kostenlos. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, sonst nach unten, seid ehrlich, ne? Bis dann immer wieder. Ciao, ciao.